Du willst die perfekte Marketingstrategie für dein Handwerk entwickeln? Dann bleib dran. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel der A&M. Mein Name ist Saad Chamu. Ich bin Marketing-Abteilungsleiter und ich möchte euch heute ein paar Punkte nennen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr eine Marketingkampagne starten wollt, mit welcher Strategie ihr da rangehen solltet als Handwerker. Fangen wir direkt mal an. Ja, ganz am Anfang ist natürlich wichtig, bevor man überhaupt irgendwie anfängt, sollte man für sich selber definieren, wer ist eigentlich meine Zielgruppe. Ja? Wenn man Fenster vertreibt oder wenn man Terrassendächer vertreibt oder, je nachdem, muss man natürlich für sich selbst erstmal ermitteln, wer ist meine Zielgruppe genau? Wen will ich genau ansprechen? Sei es das Alter, sei es auch Charakter, sei es auch das Gebiet, auch das gehört ja auch zu deiner Zielgruppe. Möchte ich eine Kampagne, die regional ist, wirklich auf deine Region im Umkreis von 10 Kilometer? Oder will ich wirklich auch vielleicht eine Branding-Kampagne starten, wo ich auch überregional Anklang finden möchte? Das heißt auch weit über 60 Kilometer, auch wenn du vielleicht im ersten Moment gar nicht über 60 Kilometer rausfährst, aber du möchtest trotzdem überregional bekannt sein. Und diese ganzen Punkte musst du dir erstmal klar sein. Natürlich am besten mit einer Checkliste, worauf ist zu achten. Und das, so ein paar wichtige Punkte habe ich dir jetzt natürlich gesagt. Also, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Wen will ich erreichen? Auch Alter etc. Und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Als zweites solltest du dir auch direkt ein Ziel definieren. Das heißt, was möchte ich eigentlich mit meiner Marketingkampagne erreichen? Also, wie komme ich, mit welcher Strategie komme ich zu welchem Ziel? Okay, wenn das Ziel erstmal klar ist, ich möchte jetzt beispielsweise neue Kunden generieren oder kann ja auch heutzutage natürlich eine Strategie sein, um neue Mitarbeiter zu finden. Das ist natürlich immer individuell, also Kampagne heißt nicht gleich Kampagne und Marketing heißt auch nicht immer gleich Marketing. Das heißt, man muss sich erstmal das Ziel definieren und dann auch klares Budget setzen. Wie viel Budget möchte ich in dieser Kampagne ausgeben und bis zu welchem Zeitpunkt möchte ich natürlich auch wie viel Budget ausgegeben haben, um natürlich auch zu erfahren, funktioniert denn meine Marketingstrategie überhaupt? Ja? Man muss sich sozusagen auch Zeitpunkte setzen im Laufe dieser Kampagne, wo wir auch dann intern sozusagen in der Firma bewerten, geht das in die richtige Richtung? Lohnt es sich da jetzt noch weiteres Budget einzusetzen? Und das sind sozusagen mit die wichtigsten Faktoren, wenn du eine Kampagne erstellst und du hast nur das Gefühl, sie läuft gut, weil 3-4 Leute aus deiner Umgebung sagen, hey, ich habe dich gesehen auf Social Media und das, dein Gefühl sagt dir, es läuft gerade alles gut, kann das sehr irrtümlich sein. Man sollte nicht vom Gefühl hier gehen, man sollte wirklich definieren, wann will ich welche Ergebnisse erreicht haben und dann zu diesen Zeitpunkten in Form eines Meetings mit den Verantwortlichen nochmal sich zusammensetzen, gehen wir in die richtige Richtung, müssen wir noch was anpassen oder sogar im Worst Case natürlich die Kampagne streichen. Das kann auch nochmal passieren. Ja. Ein Paradebeispiel sind ganz große Unternehmen, die jetzt vielleicht auch nicht viel mit dem Handwerk selber zu tun haben. Bekannte Firmen wie VW etc. haben auch schon Kampagnen eingestampft, weil sie zum Beispiel negative Kritik am Anfang bekommen haben oder nach einer bestimmten Zeit. Und genau das ist es. Man muss diese ganzen Faktoren beeinflussen lassen. Als nächstes natürlich, wenn wir das alles haben, wir haben jetzt, sagen wir mal, drumherum, jetzt geht es um den Inhalt. Wie fange ich an? Und hier ist es natürlich auch, je nachdem, welche Zielgruppe du natürlich erreichen willst, musst du natürlich auch die Vorbereitungen dafür treffen. Was für ein Videomaterial brauche ich? Was für ein Bildmaterial brauche ich? Welche Plattform nehme ich? Ja? Wie will ich meine Zielgruppe erreichen? Im ersten Step als Neukunden oder bereits bestandene Kunden nutze ich Facebook, Instagram und so weiter. Je nachdem, welche Strategie du da natürlich wählst, kannst du da effektiver natürlich an das Ganze rangehen. Wenn du Bildmaterial nicht hast, wie komme ich an gutes Bildmaterial? Also setze ich mich vielleicht auch mit dem Hersteller in Verbindung? Ich habe diese und diese Marketingkampagne geplant. Was empfiehlst du mir vielleicht? Also Rat ist sehr, sehr wichtig und da bist du natürlich bei uns auch an der richtigen Stelle. Wenn du dir vielleicht auch nur eine Idee hast oder allein schon die Lust erstmal hast, eine Marketingoffensive zu starten, welche Strategie für dich sinnvoll ist, das können wir dir gerne in einem kostenlosen Erstgespräch verraten. Besuch doch mal unsere Webseite und dann bis zum nächsten Gespräch.